Okay, das mit dem... Ja, ich wollte eh keinen Drachen haben. Minus 35. Na komm, das werden wir doch wohl hinkriegen. Aber irgendwie... Ich meine, ich habe alles besetzt. Soll ich jetzt warten, bis die Kriegsmüdigkeit hochgeht oder was? Receiving communications. So, pass mal auf, hier kann eine Megakunstinstallation hin. Construction complete. Okay, das muss mindestens eine Zitadelle sein. So, wo ist denn mal ein Sterntor? Construction complete. So, hier können wir schon mal weiter aufräumen. Hier drüben ist richtig was los. Receiving communications. Forschungsabkommen, ja, komm. Habt ihr mehr von als ich, aber warum denn nicht? Sechsundsechzig ist okay. Also es scheint so, als würden sich die Schilde wieder aufladen. In dem Fall sollte ich die Schiffe vielleicht auch umrüsten.
Construction complete. Was kann er dis? Einunddreißig. Hier einmal Stopp. So, einmal das und einmal das. Dann haben wir hier eigentlich auch schon keine Kelbrit-Systeme mehr. Und hier wäre ein Sterntor auch ganz sinnvoll. Building ruined. Ja, und Schilde laden sich auch wieder auf. Also ich weiß nicht, was da vorher war, aber... Dann kann ich ja hingehen und... Hat nicht genügend Energie. Ja gut, die brauchen wir dann aber auch nicht mehr. Das heißt, wir können auch... Ja, Reaktorverstärker reichen dafür gar nicht. Warum habe ich das denn noch nicht umgerüstet? Auf die Drachenschuppenpanzerung. So, und die Romulus-Klasse. Die hatte ich doch auch schon Schilde drauf gemacht. Dunkle Materie-Kondensation. Hatte ich das nicht sogar schon? Secured.
Das ist nicht so gut. Hier ist aber auch kein anderes Sternentor, was ich nutzen könnte. Construction complete. Hallo? Ich wollte schon sagen, danach. Enemy presence exposed. Ach ja, das Rana-Wurmloch führt uns direkt dahin. Das ist egal. Technology secured. Construction complete. Hyperraumanweiser. Störsender und Zielcomputer. Construction complete. Ground invasion force has seized a planet. Was fehlt uns hier denn noch? Lulululu. Da soll noch jemand sagen, die Namensliste würde keine schönen Namen hergeben. Die hier sollte ich aber vielleicht vorher umrüsten. Moment, nein, 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 ihr sollt erstmal da und dann könnt ihr da. Planetary invasion commenced. Dann können wir den Krieg mit den Calbrids sogar direkt beenden. Außer wir wollen. Haben die eine Megastruktur? Eine Dyson-Sphären-Baustelle. Wohin? Ach, das Wurmloch. Sollte ich vielleicht mal erforschen. Damit ich sein Gegenstück finde. Wobei, das ist irgendwo hier. Da möchte ich das System nämlich auch besitzen. Römer Ultimatum und Römer Ultimatum. Also, ich weiß echt nicht, wen ich hier anfeuern soll. Planetary invasion commenced.
Vessels upgraded. Building ruined. So, die wurden geupgradet. Dann könnt ihr einmal hier hin. Die zweite Legion kommt dann hier hin. Die erste Auxilia Species modified. Darf einmal hier lang und hier lang. Wir können immer noch kein Ende verhandeln. Und wir können aber auch nichts mehr erobern. Also da, das ist so ein Problem. Sobald mehrere Kriege mit einem Staat geführt werden, passt das alles nicht mehr. So, einmal eine Sternentor-Baustelle. Das hier haben wir jetzt entdeckt. Dann gehen wir hier rüber und... Was? Ja, toll. Jetzt übernehmen auch noch die meine Vasallen Gebiet und verursachen dadurch noch mehr Bordagor. Ich meine, der Bereich hier ist mir echt ziemlich egal. Der ist nicht... Teil meiner Ziele, aber trotzdem. Sterntorbaustelle. So, ich kann jetzt jederzeit ein... Nee, kann ich nicht. Aber hier haben wir eine der Hauptflotten. Wenn wir die erledigen. So. Jetzt aber. Gibt es noch irgendwas? Ja, warum auch immer das da ist. Gibt es noch irgendwas? Nee, hier ist kein Kelbrit-Gebiet mehr. Dann. So, die zweite Legion muss so schnell wie möglich wieder ihre Position einnehmen. Die fliegen hier einfach vorbei, wieso auch immer das geht. Species modified. Construction complete. Construction complete.
So, ich kann auch mal gerade den Ägyptern das Gebiet geben, das ich haben, was ich denen übergeben wollte. Zumindest ein Teil davon. Wobei, die Karte kann ich ja nicht. Ich kann ja kein Gebiet übergeben, solange ich im Krieg bin. So, die letzten Schiffe werden hier verbessert. Construction complete. So, ihr rüstet auch mal auf. So, an sich wären die ja noch gut gegen die Anbinden, aber ich bräuchte halt was, was gut gegen Schilde und Rumpf ist. Vessels upgraded. Ripper Autokanone, ja. Okay, ja. Vessels upgraded. So, wann kommen die wieder? In ein paar Monaten. So, gibt's nicht sogar noch eine bessere Version von der Ripper Autokanone, die ich die ganze Zeit ignoriert habe? Minus 22. Ihr seid auch fast soweit. Vessels upgraded. Thank you.
Vessels upgraded. Vor allem, ich bin einfach die ganze Zeit schon über dem Sternbasislimit und es interessiert mich einfach überhaupt nicht. Weil ich einfach so heftige das Einkommen haben. Das ist allein schon, was ich von meinen tributpflichtigen Staaten kriege. So, die erste. Pass auf, ihr zwei könnt hier hoch. Technology secured. Das hier könnte man auch ruhig mal weitermachen. Construction complete. So, wie viele Anker gibt's noch? Achtundvierzig. So, hier kann auch mal ein Sternentor hin. Ach, hier ist sogar schon. Ach, das läuft ja rar. Alles gut. Dann muss da keins hin. Technology secured. Vessels upgraded. So, hier müssen wir aufpassen, dass die nicht, dass meine Flotte nicht das Sterntor nimmt. Oder sonst hängt sie direkt in den Anbinden. Building ruined. Construction complete. So, das hätte ich schon längst in Auftrag geben sollen, aber eigentlich ist es letztendlich auch egal.
So, die ist total überflüssig. Die hier auch. Die ist überflüssig. Construction complete. Technology secured. Na toll, der nimmt wirklich auch noch das Sterntor. Ich glaube, ich kann es auch nicht verhindern. Construction complete. Warte, so, so, so. Construction complete. Technology secured. So, jetzt hier noch irgendwas, was wir nutzen können. Flottenkapazität. Große Flotte. Wille zur Macht, Herzenverstand. Construction complete. Construction complete. So, minus 16. Wir können leider nichts machen in der Gegend.